Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Dragonforge. Und ich finde, wir sind jetzt Level 8, wir haben so die Grundlagen des Spiels, glaube ich, verstanden. Ich denke, es ist Zeit für eine erste Zwischenbewertung, ein kleines Review zwischen... Einfach mal so, was haben wir gelernt in dem Spiel bisher und wie finden wir das? Fangen wir erstmal mit dem Grundprinzip an. Das Grundprinzip an sich hat mich persönlich angesprochen und fasziniert, dass ich also als Drachen eine Welt erkunde, dabei Materialien sammeln kann, wie ich das hier gerade so tue, und diese dann verwenden kann, um eben Gebäude zu bauen oder den Personen eines Dorfes dabei zu helfen, dieses Dorf zu erweitern. Die Realität ist ein bisschen anders und vor allen Dingen, was mich überrascht hat, ist dieses ganze Mana-Thema. Also, klein für die, die vielleicht die zum ersten Mal einschalten, es funktioniert so, ihr sammelt eben Holz und Stein und scheinbar im weiteren Verlauf noch irgendwelche Erze und so weiter und so fort, baut damit eben hier diese Werkstatt und in der Werkstatt baut ihr dann eine Laboratorien und einen Altar. Diese Laboratorien produzieren dann aus bestimmten Materialien sogenannte Edelsteine. Diese Edelsteine wiederum kommen dann hier in diesen Altar und der erzeugt daraus Mana. Und dieses Mana ist eure Währung, die ihr hier für alles benötigt im Spiel. Und zwar für zum Beispiel das Freischalten weiterer Regionen, für das Freischalten verschiedener Boni hier an diesem Drachenschmiede, an dieser Drachenschmiede. Also ihr könnt hier euch Geschichten anhören, zum Beispiel jetzt hier für 2,2 Millionen. Das kann ich sogar mal machen gleich. Damit für den Progress im Spiel. Also das heißt, euer Fortschritt im Spiel ist davon abhängig, wie viel Mana ihr produziert. Das an sich ist jetzt erstmal kein schlimmer Fakt. Die Sache ist nur, diese Mana-Produktion, die ihr hier oben seht, ah, ihr seht ihn nicht, weil ich im Weg bin, richtig? Moment, ich schiebe mich mal weiter runter. So. Und das Spiel ist auch, sehe ich gerade. Eigentlich viel breiter, weil ich die falsche Auflösung eingestellt habe. Okay, also hier, ihr seht hier oben, müsstet meine Maus jetzt eigentlich sehen, hier oben rechts in der Ecke seht ihr sozusagen die Mana-Produktion. Ich mache das mal wieder hier Vollbild und zentriert. Horizontal zentrieren, so. Ihr seht also oben rechts immer, wenn ihr das dann selbst spielt, eure Mana-Produktion pro Sekunde und eure gesamtes Mana. Und diese Mana-Produktion pro Sekunde, die ist zumindest jetzt aus den ersten 8 Leveln viel niedriger als der Fortschritt, den ihr spielen könnt. Das heißt also, ihr müsst warten. Jetzt haben sich die Entwickler scheinbar gedacht, ja okay, wenn man warten muss, das ist natürlich nicht so geil. Dann sagen wir doch mal, machen wir es eher für Casual Player und man bekommt das Mana auch, wenn man offline war. Und wenn man wieder ins Spiel kommt, hat man eben eine bestimmte Anzahl an Mana, die man erhält, während man offline war. Das hilft den Leuten, die länger offline sind, weil sie eben dann mehr zur Verfügung haben, um weiter im Fortschritt des Spiels voranzuschreiten, als jemand, der nicht so viel online ist. Also nicht so lange offline war, weil er dann eben nicht so einen großen Batzen Mana mit einmal bekommt. Und das ist eine ganz normale oder gängige, nicht normale, aber eine ganz gängige Methode bei so Handyspielen. Da kennt ihr das mit Sicherheit, da habt ihr immer diese Energie und dann könnt ihr so Missionen erfüllen und jedes Mal eine Mission zu erfüllen kostet meinetwegen 3 Energie oder was auch immer. Und wenn die Energie leer ist, dann habt ihr eine kleine Uhr und die sagt euch, in 5 Minuten gibt es wieder eine Energie. Das heißt, ihr wisst, ihr müsst 15 Minuten warten, dann habt ihr wieder 3 Energie und könnt wieder eine Mission erfüllen. Und in der Zeit könnt ihr entweder Geld ausgeben, um eben Energie aufzuladen, oder ihr wartet. In dem Spiel hier, nicht, dass ich wüsste, dass es hier einen Shop gibt, habt ihr eben nicht die Möglichkeit, Geld auszugeben. Das ist jetzt keine Kritik, einfach nur eine Feststellung. Das führt aber dazu, dass ich mich an das Spiel ransetze und das spielen möchte. Und ab einem bestimmten Punkt, nämlich ab dem, wo ich mein Mana ausgegeben habe,
nicht mehr weiterspielen kann. Dann muss ich, bin ich gezwungen, das Spiel beiseite zu legen und zu sagen, okay, jetzt warte ich, bis ich, keine Ahnung, jetzt gehe ich 3 Stunden off und dann kann ich mir mit dem Taschenrechner ausrechnen, so und so viel Mana, dann kann ich wieder online gehen und weiterspielen. Ihr könnt natürlich eure Mana-Produktion verbessern, indem ihr eben dieses Mana hier investiert in den Altar und in die Laboratorien oder indem ihr mehr Laboratorien baut, die dann mehr von diesen Edelsteinen herstellen. Ich weiß gar nicht, kann ich noch mehr Laboratorien bauen? Ja, kann ich sogar. Aber auch hier, um Laboratorien zu bauen, braucht ihr natürlich Bauplatz und der ist jetzt zwar vorhanden, aber auch nicht unendlich. Ja? Deswegen, das ist so ein bisschen scheinbar die Herausforderung von dem Spiel, ist so, wie stelle ich möglichst schnell viel Mana her? Also wie investiere ich mein Mana schlau? Also investiere ich es in die Herstellung selbst, um mehr schneller herzustellen, oder gehe ich einfach ein bisschen offline? Und dieses Micromanagement, nennt sich das, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht bei dem Spiel. Also, dass es Micromanagement gibt, habe ich mir schon fast gedacht. Aber ich dachte, das ist mehr auf die Ressourcen bezogen. Also, ich muss halt mit dem Drachen so und so weit fliegen, um an irgendwas heranzukommen, was ich als nächstes brauche, um ein Gebäude zu bauen. Also, meinetwegen, Eisenerz ist relativ weit auf einem Berg. Der Drache kann nur so und so weit fliegen, also komme ich da nicht ran, also muss ich meinen Drachen irgendwie weiterentwickeln. So habe ich mir das vorgestellt. Hätte ich vielleicht auch vorher recherchieren können, aber das ist auf jeden Fall die Sache, wie das Spiel im Moment auf mich wirkt. Aus dem Grund kann ich hier keine kritikfreie Empfehlung aussprechen, euch das Spiel zu kaufen. Wenn ihr aber sagt, okay, ich habe eh nur eine Stunde am Tag oder eine halbe Stunde am Tag Zeit, wo ich mal reinschaue und mal ein bisschen weiterspiele, überhaupt kein Problem, weil genau dieses Casual-Verhalten wird hier im Prinzip ja belohnt. Also ihr geht eine halbe Stunde rein, ihr investiert euer Mana in das Freischalten neuer Gebiete oder ihr reinvestiert das in eine schnellere Mana-Produktion und kommt am nächsten Tag wieder, habt einen Batzen Mana und könnt dann wieder genau das Gleiche tun. Klingt jetzt erstmal langweilig, aber das Erkunden neuer Gebiete und diese Fabeln anzuhören an diesem Drachenfels da, das ist wirklich gut gemacht. Also diese Fabeln, die bestehen zwar immer nur aus einem Bild und Text, also kein animiertes Video oder so, aber es sind nette kurze Geschichten mit einer Moral. Also eine Fabel halt. Ja? Also wenn ich weiß, was eine Fabel ist, guckt bei Wikipedia, da seht ihr, was eine Fabel ist. Gut, an der Stelle Level 8. In der nächsten Folge spielen wir weiter, hören uns mal eine Fabel an, weil wir gerade davon gesprochen haben, schalten ein neues Gebiet frei und wir reinvestieren ein bisschen Mana in die Mana-Produktion, indem wir noch ein paar von den Laboratorien bauen, um einfach mehr Mana-Produktion anzuheizen. An der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.